Ja moin, da ist er wieder. Wir legen weiter los und zwar heute gibt's Schultern und Arme. Bevor es aber losgeht, meine Frau hat mal wieder gekünstelt, die hat wieder spezielles Frühstück gemacht. Cardio, Stretching, Vakuum erspare ich euch. Seht ihr in der allerersten Episode Brust, Waden und Adduktoren und jetzt zeige ich euch mal mein Frühstück. Einen wunderschönen guten Morgen. Das hier ist eine Eiklar-Pizza. Das ist Loki, 14 Kalorien auf 100 Gramm, habe ich auch in dem Video schon gezeigt. Pilze, Aubergine aus dem Airfryer, Petersilie. Danke, mein Schatz. Gerne. Ich lasse mir jetzt schmecken. So, Freunde, wir sind wieder in unserer Hobby-Drogenküche. Wir trainieren heute zweimal, deswegen werden wir unser Intra-Workout auf zweimal teilen und ein bisschen extra benutzen. Da gibt es jetzt drei fette Ladungen ERAs in den Kopf. Heute im Geschmack Cherry Cola Candy. Was übrigens nicht so nach Cola schmeckt, sondern eher nach Berry Candy. Ziemlich sexy Nummer. Dazu gibt es natürlich 3 Gramm Salz mit ins System. Das habe ich immer beim Intra. Gibt nochmal einen Extra-Pump. Wobei wir den Extra-Pump eigentlich gar nicht brauchen, denn wir kommen jetzt zum nächsten Produkt. Und zwar Galenicus Pump. Ich habe es in den vorherigen Videos schon gesagt. Das ist asozial. Wir haben 8000 Milligramm Citrullin. Wir haben 4000 Milligramm Arginin kombiniert mit Nitrat. Wir haben Glycerol, wir haben noch ganz viele andere Wirkstoffe drin. Das Ding funktioniert hart. Im ersten Video, im Brustvideo, war ich nach dem Warm-up absolut dicht. Ich habe die komplette Ladung auf einmal getrunken. Das war hart. Nichtsdestotrotz, das werden wir auch auf zweimal teilen. Dann haben wir zweimal einen dicken Pump heute. Und wir hüpfen jetzt rüber ins Gym. Wir sehen uns bis gleich. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken. Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. So, da sind wir auch schon im Marina Gym. Eine Runde Schultern, kleines Warm-up mache ich immer mit dem Band. Einmal kreisen, dass die Schulter rund und geschmeidig wird, noch ein bisschen mit den Kurzhanteln oder jetzt mit den Scheiben drumherum bewegt, ein bisschen warm gemacht und jetzt beginnen wir mit der allerersten Übung. Übung Nummer 1 wird heute Seitheben sein und zwar am Seil. Warum am Seil? Bei den Kurzhanteln haben wir in dieser Position den meisten Load und das ist die kontrahierte Position, die möchte ich nicht, sondern im Stretch. Deswegen machen wir diese ganze Trainingsreihe, weil wir versuchen im Stretch den meisten Load zu generieren und übers Kabel ist der Load immer gleich. Also wir haben unten dieselbe Belastung wie oben. Genau deswegen machen wir das. Wir gehen voll in die Dehnung unten rein. Aus dem tiefsten Punkt ziehen wir auf 90 Grad und gehen wieder in die Dehnung. Und wir versuchen so viele Wiederholungen zu machen mit maximalem Gewicht, bis wir keine halbe mehr schaffen. Das heißt, im letzten bzw. im ersten Drittel der Bewegung muss der Load stattfinden. Das heißt, wenn wir unten nicht mehr komplett rauskommen, ist die Übung beendet. Dann machen wir 4 Sätze und los geht's. Übung Nummer 2 wird die gute alte Multipresse. Hier machen wir jetzt Schulterpresse und zwar auch hier ist es so, Gewicht kommt von oben, wird nach unten gedrückt, so tief wie möglich, ohne Kurve, ohne Rollen, ohne gar nichts. Gewicht ist 1:1. Hier lassen wir uns so tief drücken wie nur möglich, voll in den Stretch. Und nein, Schulterpresse ist nicht für die seitliche Schulter. Man trainiert 70% Frontal, also vordere Schulter. Das haben wir schon im Brusttraining, deswegen ist da einfach nicht der massive Fokus drauf. Deshalb machen wir auch 2 Seithebübungen. Erste schwer am Seil, die letzte zum Schluss nochmal, um die Hütte voll zu machen. Jetzt aber Multipresse, vamos. Übung Nummer 3. Rear Delts kommt jetzt zum Schluss, bevor wir die Schulter dann richtig platt machen, habe ich mich nicht für die Kurzhanteln entschieden. Wieso? Weil wenn der Arm runterhängt in der gedehnten Position, haben wir keine Spannung mehr. Deswegen gehen wir hier an die Maschine. Die hat eine gleichbleibende Spannung, das heißt, das Gewicht ist vorne genauso schwer wie hinten. Und hier machen wir es genauso. Volle Lotte, volles Gewicht. Schauen, dass sie so 10, 12 gute Wiederholungen hinbekommen. Und dann gibt es die halben aus der Dehnung raus. Voll in die Fresse. Und dann machen wir das Ding richtig zu, den Sack. Und dann gehen wir was essen. Danach gibt es nochmal Seitheben eine Runde. Dropset, Triple Dropset, All Out, gib ihm. Und das war's dann. Und
last but not least, letzte Übung, Seitheben an der Maschine, Triple Drop Set. Ich habe heute meine Dropsticks vergessen. Es wäre um einiges geiler gewesen, schneller, effizienter und effektiver. Ja, ich habe sie im Apartment, nichtsdestotrotz. Triple Drop Set, dreimal All Out, so viel wie geht, volle Range of Motion bis nach unten. Und nein, auch hier nicht an den Kurzhanteln. Da haben wir unten, wie gesagt, keine Last. Wir machen das an der Maschine. Da ist die Last gleich. Und wir lassen uns bis nach unten ziehen und machen auch noch die letzten Teilwiederholungen von unten raus, die letzten 30%. Wenn wir es schaffen, machen wir die letzten Wiederholungen noch langsam in der negativen, also flott nach oben und langsam nach unten schieben, nach unten ziehen lassen. Und das machen wir für 2-3 Sätze und dann, ich kann die Kamera kaum mehr halten, ihr seht schon, ich filme von unten. Jetzt geht's ins Apartment, es gibt Essen. So, willkommen zurück. Das ging schnell. Mahlzeit nach dem Training direkt reingeflogen. Jetzt gibt es noch eine Mahlzeit. Reis, Schrimps, Gemüse, Petersilie. Und dann geht's ab ins Binus für das zweite Training. Und das wird heute Arme sein. Davor machen wir ein kleines Posing-Coaching, Posing-Training mit einem Klienten von mir. Der ist in 8 Wochen auf der Bühne. Dem helfe ich beim Posing. Dann gibt es ein Personal Training mit Mario. Mit dem mache ich nämlich Arme heute zusammen. Jetzt bon appetit und bis gleich im Binus. Bevor ich es vergesse, alle Mahlzeiten, die ich esse mit Makros aufgelistet, habe ich im vorherigen Video mit reingepackt. Da haben wir Beine trainiert. Also wenn euch interessiert, was genau ich esse, wie ich esse, wann ich esse und so weiter. Anderes Video, nicht das hier. Buenos dias und da sind wir auch schon im Binus für eine Runde Arme. Zwei Mahlzeiten sind in der Zwischenzeit mit reingeflogen. Jetzt fangen wir an mit Trizeps, machen wir 3 Übungen und danach gibt es Bizeps, nochmal 3 Übungen. Dann ist die Hütte voll für heute und wir gehen nach Hause und schieben uns eine ordentliche Portion Rice Cream rein. Dann gibt es noch eine Mahlzeit und dann geht's ins Bett. So, jetzt legen wir los, Attacke. Erste Übung, das ist auch mit gleichzeitig die Warm-Up-Übung. Und zwar am Rope, am Kabel, ganz normale Extensions. Die machen wir und zwar volle Range of Motion, bis wir keine 30% der Wiederholung mehr schaffen. Und dann versuchen wir das so weit zu stretchen, wie es geht. So lange, wie es geht, so ausdauernd, wie es geht, all out in jedem Satz. Die nächste Übung gibt es gleich hinterher. Das sind die Overhead mit der SZ-Stange. Liebe ich. Und zwar, wir können uns mit dem Unterkörper gegen die Stange drücken und den Arm hinter den Kopf ziehen. Das heißt, der Trizeps ist auf maximaler Spannung, in der maximal gedehnten Position. Und aus dieser Position schieben wir die Kiste bis nach vorne raus und lassen uns wieder bis in den Stretch ziehen. Das ist, glaube ich, die geilste Übung, die es gibt für den Trizeps. Geiler als im Kurzhanteln. Hier haben wir nämlich auch über den Kabel keine Lastkurve. Das Gewicht ist immer gleich schwer, sowohl im Stretch als auch in der gestreckten Position. Last but not least gibt es Seated Trizeps Pushdowns. Hier kann ich mich auch mies in den Stretch drücken lassen. Machen wir jetzt, versuchen so viele Wiederholungen rauszuballern mit so viel Gewicht wie es geht. Ob das jetzt 14 werden, 15, 16 Wiederholungen, egal. Die letzten werden bis auf die letzten 30% wieder rausgeholt. Voll in den Stretch und wieder raus, voll in den Stretch, bis nicht mehr geht. Das machen wir jetzt 4 Sätze lang und dann geht es weiter mit den Bizeps. Da gibt es auch noch 3 Übungen in den Kopf. Übung Nummer 1 für den Bizeps haben wir hier eine Panatta Curl Maschine. Die kann man hier in der Neigung einstellen. Wir haben natürlich direkt auf volle Lotte gedreht, sodass wir den dicksten, längsten Stretch bekommen. Also ich kann hier wirklich überstretchen an dem Punkt, wo ich mir fast Gedanken machen muss, dass mir der Bizeps abreißt.
Jetzt mit ordentlich Load da drauf können wir richtig schön tief in die Dehnung gehen und von ganz unten rausziehen und das feuert ohne Ende. Ich merke, dass ich nach 10, 11 Wiederholungen schon richtig schwach werde. In der Regel kann man ja Bizeps Curls relativ flott und schnell da raus machen, ne? Aber mit dem vollen Stretch, die volle Range of Motion, voll in die Dehnung, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Der Pump ist krasser, die Ermüdung ist krasser. Das machen wir jetzt für 3 Sätze. Ich darf nicht vergessen, ich muss morgen nochmal Rücken trainieren. Jetzt darf ich meinen Bizeps nicht zu arg schrubben. Ich weiß, ich schlafe zwischendurch und mehrmals am Tag. Aber trotzdem, wenn man den Bizeps am Vortag direkt trainiert, hat das einen Effekt auf den Tag danach. So, Tag Leute, wir sind jetzt wieder im Apartment, wir haben es geschafft, Rice Cream im System, alle Trainings durch, Cardio, Training 1, Training 2 und der Hobbywissenschaftler ist wieder am Start. Wie gewohnt, am Ende des Videos gibt es ein paar Werte und zwar, wir beginnen heute mal mit dem Schlaf. 8,5 Stunden habe ich gepennt und zwar habe ich mittlerweile die Dosierung raus von Somnia. Somnia ist ein Getränk, da ist Melatonin drin, GABA, 5-HTP, L-Dopa, alles was dich zum Schlafen bringt, damit zerschieße ich mich abends regelrecht, betäube mich damit und schlafe damit sehr, sehr gut. Ich hatte tatsächlich 5,5 Stunden leichten Schlaf, 30 Minuten Tiefschlaf, 2,5 Stunden REM-Phase, also Rapid Eye Motion Phase, das ist so die Phase dazwischen, und war ein paar Mal pinkeln nachts. Aber Sleep Score 86, sehr geil. Jetzt gibt es coole Werte und zwar haben wir hier die einzelnen Trainings heute Morgen angefangen. Oh, Essen ist fertig. Heute Morgen angefangen mit dem Cardio, das screenshotte ich euch auch rein und das seht ihr dann hier. Hatten wir 33 Minuten rein Fatburn, wir haben Energie verbrannt, 328 Kalorien. Das erste Training, das war Schulter, das war ein bisschen intensiver, da waren es 546 Kalorien. Und dann mit dem Training Nummer 2, das waren nur Arme, also Bi- und Trizeps, jetzt kein riesen intensives Workout, waren es 440 Kalorien. Und das macht im Ganzen heute fast 4000 Kalorien. Der Tag ist noch nicht ganz rum. Ich denke, ich schaffe die 4000. 3000 irgendwas esse ich. Lass es mal mit Ketchup und ein bisschen extra Gemüse 3500 sein. Ergo habe ich 500 Defizit. Die Uhr ist nicht so ganz genau. Ich bin nicht so der Fan davon, die Uhren als Tracking-Objekt zu benutzen. Aber es gibt doch irgendwie einen Richtwert und der scheint okay zu sein. Alles in allem bin ich happy. Das war es jetzt mit dem heutigen Video. Jetzt gibt es nochmal Futter in den Kopf. Salat, Feld, Salat, Kopf, Salat gibt es jetzt. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, in dem Video zuvor, in dem Beinvideo, habe ich euch alles aufgelistet mit Makros, mit Lebensmitteln, mit allem drum und dran. Ich werde jetzt, wie gesagt, nicht nach Likes und Kommentaren betteln. Ihr werdet schon was da lassen, wenn ihr darauf Bock habt. Vielen lieben Dank, das war's für heute und wir sehen uns morgen zum Suizidtag Nummer 2. DOS, da gibt es wieder Rücken und Hamstrings an einem Tag. Das heißt, doppeltes Volumen, doppelte Frequenz, doppelt Intensität, doppelt die Woche, mit Schlaf dazwischen, volles Programm, voll auf die 12. Und das war's von mir. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Adieu.